denn schon die 30er oder nicht? Nee, die habe ich noch nicht freigeschaltet. Meine G6 ist fast komplett stock. Ich war da kurz im Sheriff drin gesteckt. Ja, Mann. Der mag das. Too much detail. So. Beule. Ist eigentlich verwunderlich, dass die meistproduzierte Variante war, weil das auch das einzige Modell der 109 war, das schlechtere Leistung hatte als das Vorgängermodell. Warum hat man es überhaupt produziert, dann frage ich mich an. Wegen der geringfügig höheren Feuerkraft, weil man das gegen die US-Bomber brauchte. Das war halt der erste Schritt Richtung Bomberabfangjäger und nicht Luftüberlegenheitsjäger. Das fühlt sich ja von der Rollrate ganz anders an als die späteren Modelle, meine Herren. Ich freue mich ja schon auf die G10. Das ist so für mich eigentlich fast schon die Lieblings 109. Wieso? Hast du die noch nicht? Die habe ich noch nicht, ich habe mal G14 freigeschaltet, aber noch nicht die G10. Was hat die G10, was die G6 nicht hat? MW50 und fast 700 km/h auf 7,5 Kilometern Höhe. Also es ist im Prinzip eine Kurfürst ohne den Restabdeckungen fürs Fahrwerk. Und einer 20er statt der 30er. Also G14 ist bisher meine Lieblingsflugzeug von der Wendigkeit her, von der Allround-Fähigkeit. Wobei die G10 und G14 müssten da eigentlich ziemlich knapp auf sein, weil die haben in echt, glaube ich, gewichtsmäßig war da nur 10-15 Kilo und kam dazwischen. In echt? Ja. Nicht im Warfare der Special Rules. Kontakt auf 1 Uhr, ich dürfte den Bomber sein. Ja, fliegt. Da sind noch zwei. Noch keine Sicht. Ich bin hinter dir, aber noch weit weg, weil ich eben meine Stock G6 da herumfliege. Ich könnte mal so fliegen, dass ich ihm einigermaßen begegne. Hoffe ich zumindest. Ich kann auch ein bisschen was weg sein, der Gute. Du bist ungefähr auf 3000. Korrekt, 3300. Ich bin jetzt genau gerade auf 336. Ja, Victor. Wann bist das du? Ah ja, ich sehe den Kontakt jetzt vor dir, selbe Höhe. Genau, fliegt leicht. Er schneidet mir den Kurs, oder? Bitte, ja, wir sollten den Kurs schneiden, der will die Base bomben. Und danach wird er mit Sicherheit weiterziehen. Aber man weiß, dass man noch viel anlocken muss, wenn sogar Vader ihn überholt in seiner 109 F1. Was soll das denn alles? Die G6 ist wirklich krass ohne Upgrades, glaube ich. Die eine der Flugzeuge, wo man wirklich dann auf Granit beißt. Aber ich habe dich nicht überholt. Oh ja, leider schon. Er wechselt. Er hat gebombt. Und er zieht jetzt über Lisa raus. B25. Oh nein. Wieder. Schwerer Schuss für mich. Fehlt. Ich gehe mal frontal an. Das habe ich versucht, aber er ist ausgewichen. Hab ihn getroffen, aber nichts Schlimmes. Vorsicht! Boah! Was war das? Die haben mich auf 500 Metern Pilot gekillt mit einem Treffer. Ja. Ja, krass. Ja, willkommen im Warfare.
Ja. Naja. Jetzt kill. Ich bin im 90 Grad Winkel an ihm vorbeigeflogen und dann auf 500 Meter neben sich peng. Nein. Weg. Er hat Stealth drin. Nee, doch nicht. Ich hab da gar keinen Bock drauf. Ich hab echt keinen Bock drauf. Ja, schießt auf mich. Lieber auf Jäger. Ja, klar, trifft mich. Nee, ist klar. Bin nur anderthalb Kilometer weg. Ich wollte gerade sagen, Wade, der schießt auf dich. Pass auf. Hä? Ich bin 2 Kilometer weg. Was will der denn von mir? Kontakte eure 3 Uhr, Sheriff. Oder? Oh ja, 3 Uhr. Selbe Höhe. Ja. Ja. 2 Stück. Selbe Höhe? Kriegen Flak. Oh ja. Ah, guck mich mal an. Oha, nicht gerade wenig. Da. Ne, 190 und eine Ela 5. Wo ist mehr? Oh ne, das ist alles Feindflak hier. Hä, die schießen auf den Bomber? Und die Ela 5 schießt. Hä? Achso, ist es unsere Ela 5? Ja, ist eine Beute Ela 5. Hä, wem galt denn die Flak dann? Den. Ach so, das ist der Fall. Ja, okay. Das war vor der Stadt noch. Weil die Stadt den Amis gehört. Ey, dieser Bombenmann, ne? Ich glaube, der Bomber, er macht gerade seine letzten Atemzüge. Ich zieh Fahne. Warum denn das? Das sieht nach Exitus aus. Der wird sich da nicht mehr erholen. Nee. Hier sind 2 Jäger. Hinter mir wird hochgeflackt. Das ist. Auf deiner 9, 8 niedrig sind 3 Kontakte. Über dem Waldstück jetzt einer von denen kommt auf deiner. Wechselt jetzt auf deine 7 Uhr. 3 Kontakte jetzt. 9 Uhr, 8 Uhr. Leicht unterhalb. Einer jetzt Co-Alt auf deiner 9 Uhr. Steigt. Ist jetzt höher als du. Ich oder Sheriff? Ja, jawohl. Kommt auf dich herein, 190. 190. Dahinter. Ja, 5 und dann ist noch ein Kontakt vor dir auf deiner Ends. Ist doch da weht sicher, oder? Ja. Ich kurf gerade rein. Na, bitte. Ja, das war jetzt einer der kürzesten 7 Battles für mich. Ja, das ist wirklich Pech gehabt. Selbst mit dem. Aber das ist. Also ungefähr das, was ich an dem Baum auszusetzen habe, das war wirklich. Flak schießt. Wo? Etwas nordöstlich der von A. Ja, ja, auf deiner 7 Uhr jetzt. Weit entfernt. Ist glaube ich sogar. Ist es unsere? Könnte schon unsere sein, oder? Nee, ich weiß nicht. Das ist die Gegner Flak. Munitionsanzeigen waren doch immer so getriggert, dass du eigentlich, dass die eigentlich nur zählten, sagen wie oft du den Knopf gedrückt hast und nicht wirklich den tatsächlichen Munitionsinhalt irgendwie abmessen oder nicht. Warum? Oh ja, die waren schon auf Munitionsinhalt getrimmt. Hat man doch vorher einfach eingestellt, oder? Du hast diese Balken, die an und für sich sich dann runter bewegt haben und den Munitionsstand angezeigt haben. Das wird aber glaube ich ein War Thunder nicht modelliert. Doch,
glaube schon, oder? Diese Kontrollleuchten, die dir anzeigen, ob eine Waffe funktioniert, und wenn du die abfeuerst, solltest du auch noch irgendwie so blinken. Ja, ja. Und du hast darüber diese Streifen, diese weißen, die sollten den Munitionsstand anzeigen. Das meine ich schon, das meine ich schon, aber das war, glaube ich, nicht tatsächlich an den Munitionsstand. Oh ja, du hattest nämlich eine Skalierung, nämlich ganz oben 500, 400, 300, 200 und so weiter. Das war schon der Munitionsstand. Flak auf den hinteren, glaube ich. Ja, bin ich. Kriegt der nächste Flak. Zerstört er denn die ganze Zeit die Flak hier, der Typ? PBJ. Oh, Kontakt. Ah, Kontakt, Sheriff, auf deinem 8 Uhr tief. Also jenseits der Stadt. Okay. Hm. Jenseits der Stadt. Ja. Sehr weit weg. Ja, ich sehe da drei Kontakte sogar, glaube ich. Du schaust jetzt deine 10 Uhr bei der Rauchsäule. Bei der Rauch. Drei Kontakte. 10 Uhr Rauchsäule tief jenseits der Stadt. Tief? Wie tief ist tief? Tief ist tief. Deck. Sollte mein Mond. Ah, 12 Uhr tief, jetzt über dem kleinen Städtchen direkt vor dir. Jetzt halb fliegt von dir weg. 11 Uhr, 10 Uhr, jetzt fast selbe Höhe, geht über Rolf. Jetzt direkt vor dir. Alles klar. Schaut noch eine Terra Cobra aus, oder? Ja. Er zieht dir nach. Good luck with that. Da ist noch ein zweiter, jetzt auf deiner 12 Uhr. Dürfte damit Feind sein, kann aber nicht sagen was. Ich bin eine Air Cobra dann. Und zwei unter mir. Schaut noch nach Hellcat aus. Ja, irgendwie sowas. Ich hab gedacht, ja, Wade geht gerade auf die Air Cobra. Ja, ja. Treffer gesetzt. Ist jetzt direkt vor dir die Hellcat, glaube ich. Ja, nein, ist eine Corsair. Dir kommt was rein, noch eine Aircrew, pass auf. Ich kann gerade nicht. Kommt jetzt einmal rum. Na, da.
dass die irgendwie überlebt gerade mit meinen Kandidaten. Ja, die King Cobra rennt gerade weg. Ja, keine Wahl gerade. Ja. Da kurft noch irgendwas unter uns. Ja, den versuche ich gerade zu kassieren hier. Das ist die Corsair, die du gerade angehst. Schießt gerade irgendwie. Irgendwas brennt. Deine 6. Corsair kurft auf mich rein. Ach, konnte nicht genug drücken. Passt. Kann ja nicht kurven, das Ding. Corsair kurft aber. Ich komm rein. Na. Hab ihn verloren gerade, weil ich. Er ist unter dir jetzt. Vorsicht. Jetzt. Tornet hat ihn erwischt. Sehr schön. Boah, ist mein Wasser heiß. Meine Fresse. So, ich glaube, das war's hier, ne? Ja, ich sehe auch nichts mehr. Was ist mit den ersten Air-Cobra passiert? Also außer die ich weggewinkt. Die eine hast du abgeknallt, die andere hat ein anderer angezündet. Ist irgendwie vorbeigerauscht und hat die abgeknallt. Alles klar. Die ich geballert habe, die ist nicht noch nicht down gegangen. Ja genau, die ist, nee, die ist vor mir abgeflogen. Die ist abgeflogen Richtung Flugplatz. Achso. Da sollen wir dann mal auch Richtung Flugplatz von denen? Ja, können wir. Ich hab noch 45. Hatte gerade das Wasser so dermaßen heiß. Aber kühlt schneller runter bei den späteren Modellen, ne? Ja. Ich hatte jetzt gerade aber wirklich auf 145 Grad. Oh. Ich hatte Kontakt auf meiner Hype 2. Ich gucke das mal an. Ja, das sind die Kollegen, die gerade ausgerufen haben. So. Nee. Der ist vor mir. G10 ist hinter mir. Fliegt auch in Richtung Stadt. Auf 2000. Der ist in Trouble. Ich glaube, ich habe. Okay, meine ist down gegangen. Vielleicht repariert die sich noch. Ich habe noch eine in H7. Oh, gut. Schwerelos rumhängt. Wo ist die andere? Jetzt glaube ich die nicht. Bum, bum, bum. So viel Flak. Ich versuche gerade, ob ich noch in euer Spiel reinschauen in K2. Nee, das geht nicht. Zu spät. 15 Minuten. Ende.
bist du gerade? E7. Mit einer Aero Cobra. Achso, ich bin ganz in der Nähe. Ich habe der ein paar Treffer gesetzt. Wir sind auf. Die ist auf 1000, ich bin etwas oberhalb. Fliegt jetzt Richtung I8, also Richtung A zurück sozusagen. Okay, den schneide ich rein. Ja. Der hat sich aber jetzt. Der flüchtet gerade vor mir. Komme ich so gut nicht ran. 1000, das war sehr niedrig. Ja. Er macht jetzt weiter auf Geschwindigkeit. Oh, da kreuzt mich irgendwas. Ja, du bist das. Wir sind hinter dir jetzt. Auf deiner 6. Der ist jetzt auf deiner 9 unterhalb. Direkt über den Baumwipfeln da. Ich bin noch irgendwas über mir. Da ist noch ein Kandidat hier, wenn das nicht der ist. Über dir? Nee, der ist direkt vor mir an Deck. Alles klar, dann habe ich noch einen gefunden. Okay. Hier ist eine P47. Okay. Ja, die Cobra zieht gerade hoch. Oh, sag das doch mal eher. Nee, das war noch einer. Eine Premium, B109. Cool. Okay, alles hier. Jetzt haben wir hier alles. Okay, Air Cobra kommt irgendwie mehr oder weniger auf dich. Ich hab kein Höhenruder mehr. Scheiße. Treffer. Noch ein Treffer. Nawohl. So. So, wo jetzt war die 47 hier irgendwo noch? Oh ja, kommt auf mich rein. Scheiße. Oder B109, ne? Ist noch eine Cobra, oder? Könnte die B109 gewesen sein. Ah, noch einer! Ja. Scheiße, okay, ich bin weg. Und dann noch die Pi- oh. Hua! Ja, ramm mich, ist klar. Nicht gerammt? Der hat mir den. Also, der hat mich gerammt, auf jeden Fall. Ja, gecrashed. Ja, toll. Ach ja, naja, gut. Ich glaube, das war's für mich heute. Hey, immerhin, Scoreboard-Leader. Once in a lifetime. Kills mit